Jahrzehntelang sucht die Polizei Daniela Klette. Auch mit Bildern, die zeigen sollen, wie die 65-Jährige jetzt aussehen könnte. Hier in diesem Haus in Berlin-Kreuzberg wird sie gestern festgenommen. Nach einem Aufruf vor 2 Wochen in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, erhalten die Ermittler 250 Hinweise zu den sogenannten RAF-Rentnern Klette, Staub und Garweg. Die Behörden werfen dem Trio versuchten Mord und schwere Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor, darunter auch einen Geldtransporter-Überfall in Duisburg. Doch der entscheidende Hinweis auf Daniela Klette stammt nicht aus der Fernsehsendung. Das teilen die Ermittler des Landeskriminalamts Niedersachsen am Nachmittag mit. Eingegangen ist der Hinweis bei uns im November 2023. Gestern, am späten Nachmittag, ist es Zielfahndern des LKA Niedersachsen mit Unterstützung der Polizei Berlin gelungen, die gesuchte Daniela Klette in einer Wohnung in Berlin festzunehmen. Dabei leistete sie keinen Widerstand. Die mutmaßliche Terroristin lebt unter falschem Namen in Berlin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden konnte zudem ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Und daraufhin wurde die Wohnung entsprechend durchsucht und weitere Beweismittel beschlagnahmt. Darunter auch 2 Magazine, einer Pistole und Patronen. Daniela Klette gehört zur 3. Generation der Roten Armee-Fraktion, einer terroristischen linksextremistischen Vereinigung, auf deren Konto 34 Morde gehen, bis zu ihrer Auflösung 1998. Nachbarn, die mit Klette in einem Haus gelebt haben, sind heute völlig überrascht über die Festnahme. Irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass sie sowas getan hat. Und ich bin auch schon enttäuscht, so, weil sie wirkte schon nett. Sie war für uns ganz nett. Hilflich und so. Die mutmaßliche RAF-Terroristin ist in Untersuchungshaft. Vor 11 Tagen gibt es in Wuppertal einen Fehlalarm, als ein Reisender in einem Regionalzug fälschlicherweise für das RAF-Mitglied Ernst Volker Staub gehalten wird. Heute Nachmittag verkündet die Polizei auf der Pressekonferenz dann eine 2. Festnahme. Die Identität des Mannes ist nicht geklärt. Ob den Ermittlern ein weiterer Fahndungserfolg gelungen ist, ist zur Stunde noch unklar. Ja, und zu der ganzen Sache wollen wir natürlich mehr wissen. Sprechen jetzt mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Warum ist sie denn jetzt konkret festgenommen worden? Wegen der RAF-Taten oder wegen der Raubüberfälle dann später? Die Raubüberfälle später, das ist der Moment, der im Augenblick die Ermittlungsbehörden beschäftigt. Das ist die Grundlage, auf der der Haftbefehl ausgestellt ist. Das andere, das was in den 1990er Jahren gewesen sein könnte, was Daniela Klette vorgeworfen wird, das steht im Hintergrund. Und die Bundesanwaltschaft wird jetzt sehr sorgfältig prüfen, was hat man denn in diesen Verfahren. Aber das, worum es jetzt erstmal geht, das sind die Raubüberfälle. Dafür ist die Staatsanwaltschaft Verden zuständig. Und auch dafür kann es schon eine sehr hohe zeitige Haftstrafe geben. Ja, dabei war der ursprüngliche Grund, ja, unterzutauchen, eben diese RAF-Geschichte. Welches Bild können wir uns denn machen von diesem Untertauchen, von diesem sich Verstecken für 30 Jahre? War Klette wohl die ganze Zeit in Deutschland, die meiste Zeit in Berlin? Wovon hat sie gelebt? Sie hat sehr wahrscheinlich von dem Geld gelebt, das sie durch diese Raubüberfälle eingenommen hat. Und meine persönliche Vermutung ist, dass sie in einem Umfeld gewesen ist, wo einige Menschen wussten oder ahnten, wer sie ist und wo sie Unterstützung hatte, insoweit, dass sie damit rechnen konnte, dass sie da niemand verrät. Jedenfalls niemand, der zu ihrem unmittelbaren Umfeld gehört. Und das ist im Grunde eigentlich auch die ganze Zeit die Hypothese der Ermittler gewesen, dass sie irgendwo ist, wo sie sich in einem halbwegs sicheren Umfeld bewegt und wo man darauf hoffen muss, dass jemand außerhalb dieses Umfeldes sie erkennt und den entscheidenden Hinweis gibt. Und so ist es offenkundig gewesen. Und jetzt werden die Ermittlungen weitergehen. Jetzt wird man natürlich auch versuchen, mit ihr zu sprechen, wird sie fragen, ob sie etwas zu früher oder etwas zu den Raubüberfällen sagen wird. Da wäre allerdings meine Prognose, dass sie da wahrscheinlich sehr schmallippig ist und nichts weiter sagen wird. Ja, vielen Dank für diese Hintergründe und die Einschätzung. Terrorismus-Experte Holger Schmidt, danke.